Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Die erstmal heißt heute, wir müssen einen Feuerwehrwagen organisieren. So, Kontakte. Dazu gehen wir in die Kontakte rein. Rufen den Notfalldienst an, also die 911. Entschuldigung. Hallo, this is 911. What emergency service do you require? Wir nehmen die Feuerwehr. Thank you. The fire department are en route to your location. Ja, dann müssen wir nicht ewig und 3 Tage warten. Da kommen sie nämlich schon. Ja, ich weiß, wir haben noch eine Salomon-Mission, aber erstmal kümmern wir uns um das FIB. Na, wo bleiben sie denn? Es ist gerade so viel Nebengeräusche, dass ich... Da. Was ist da hinten, oder was? Ist der LKW da hinten? Wer ist ein Auto? Ich frage mich, wo kommen die her? Da kommen sie. Ihr Arschlöcher. So, ich brauche mal euer Auto. Ja. Oh, ihr Pa... Weil die Arschlöcher alles zupacken hier. Hau doch einfach mal ab, ey. Dem scheiß Taxi. Abflug. Begib dich zur Textilfabrik, wenn ich die Cops jetzt wieder spielen wollen. Das lassen wir jetzt mal... Na, war mir klar. Es war mir eigentlich so klar. Das war mir so irgendwie klar, dass die Cops wieder mitspielen wollen. Ich hoffe, dass wir der den kommen. Ich weiß, dass es auch nur bei einem bleibt. Scheiße. Weißt du, du bist mir fast gekommen und einer muss dann irgendwie doch noch um die Ecke kommen. Ich hab ausgerechnet jetzt mal Feuerwehrwagen. Und jetzt kommen die scheiß Cops wieder. Ich muss dich Bremen bringen. Du darfst den Feuerwehrwagen nicht haben. Mittlerweile haben wir, glaube ich, fast in jeder Folge mal irgendwie Cops. Wir haben mit Trevor mal Cops gehabt. Hau ab bei mir. Wir haben mit Trevor Cops gehabt. Wir haben mit Flings Cops gehabt. Gott sei Dank. Nein, haben wir schon mal los. Dann fahren wir wieder zurück in die Stadt, aber diesmal mal die Autobahn. Ich will die scheiß Cops loswerden. Ja, na klar. Jawohl. Jawohl. Ohne große Zwischenfälle. Das ist wichtig. Erstmal wichtig, dass wir nicht allzu lange mit den Cops rumspielen müssten. So, okay. Ja. Und dann fahren wir das Ding jetzt zur Textilfabrik. Dann haben wir nämlich den Fluchtwagen weg. Dann haben wir die Cops weg. Ja, da können wir eventuell tatsächlich heute sogar schon anfangen. Mit dem ersten Teil. So, dann packen wir den hier drunter. Das kennen wir nämlich auch aus dem Online-Modus, wenn der Container da nicht wäre. Steig aus dem Feuerwehrwagen. Ich hatte dem Lester gerade zu sagen, was wir machen müssen. So, jetzt ruft der schon. Okay. Ich dachte, der ruft Lester an. Okay. Aber was haben wir denn dann gebraucht? Oh, Renz? Nicht ein Kratzer? Na gut, ist einfach klar.
Oh, Minzekatze. Du stehst vor der Textilfabrik, warum gehst du nicht einfach rein und sagst ihm? Hey, Lester. We got a fire truck. It's parked around the back of your place. Then I guess we can't put it off any longer. I'll get word out to the guys. Come out to my office and speak to me. So, dann geht's jetzt heute wahrscheinlich schon los. Pretty good, under the circumstances. About to knock off a federal government building. Well, meanwhile, my psychotic former BFF is trying to figure out a way to kill me. But hey, the meds are kicking in. So life's good. Well, exactly. Franklin got us what we need. Put those on. Then what? Then head in there and rig up a slightly more sophisticated fire trap than we've got here. So, I'm guessing drapes and Cindy Candle aren't gonna do the trick, huh? No, 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 no. You'll have incendiaries and a remote device. Ah, Moment, ich komme sofort wieder. Sorry, das musste ein kleines Gespräch sein. Es geht weiter. We'll be strategically placed, so we can ensure that we still have access to the server and that the structure maintains its integrity. Now, once you get out, trigger the bombs, meet up with Franklin and the crew, and we'll intercept the emergency call, and you all go in as firemen. Got it? Yeah, I got it. Sounds a little idiotic. Well, under the circumstances, it was the best I could do. And if you remember, you were the one who chose to do it like this. Oh, come on. But, you know, Trevor has a point about you. You whine too much. Yeah, fuck you. Oh, don't even try it. Don't worry. So. Begib dich zu meinem Familiengebäude. Ja, das hat mir natürlich jetzt ein bisschen die Zeit gefressen gerade, aber guck, wir fangen zumindest mal an. Ah, ich muss den Teil ja rausschneiden. Da wo gerade die Pause dann war, schneide ich das einfach raus. Gut ist. Gut, wie gesagt, ich habe ja gehört, dass es geklingelt hat. Im Kurs war die Post, wie gesagt, die ja, war für Nachbarn dann alles und dran. Ja, aber alles gut. So, jetzt geht's weiter. Hey, I'm on my way to the bureau. Link up with Packy and Gus, get the fire truck, and be ready for my call. All right. Them dudes is pros, so this should go kind of smooth, right? So. Oben ist es okay. Betritt das FRB-Gebäude und begibt dich zum Drehkreuz. Okay, dann gehen wir mal für Michael zum Job. So, erster Arbeitstag. Oh, ich bin da ein bisschen zu spät dran. Wir müssen dringend pünktlich da sein. Das erste Mal, glaube ich, das, oder überhaupt das einzige Mal, überhaupt, dass wir das FRB-Gebäude betreten dürfen. Yeah, they keep changing the contractors. Yeah, because guys like me keep losing their jobs and agreeing to do this for less. All right, head up. Okay, begib dich zum Aufzug. Machen wir doch glatt. So. Hol dir den ab. Na gut, wir sind die Hausmeister, wir müssen halt sauber machen. So, aber gib dich zu den Büros. Eieiei, wie das dreckig das aussieht. Drücke Steuerkreuz nach rechts, um den Eimer abzustellen. Okay, dann machen wir das. Ja, einmal sauber machen. Das machen wir direkt auch mal. Ah, shit. Ja, das war natürlich nicht gut. Der Mob ist natürlich dreckig jetzt. Drück allein zu dem.
So. Gut, dass der Michael gute Laune hat. Platziere die Bombe im Spind. Da hinten. There you go. So, hol dir den Eimer. Machen wir das doch. Und dann geht's weiter in den nächsten Raum. So, ich den Boden auf, den einmal wieder abstellen. Oh, da ist viel Dreck. Da ist viel Dreck. So, ich glaube, wir kriegen wahrscheinlich eh nur zwei hin wieder und dann müssen wir wieder den oder kriegen wir das hin? Dirty Mop. Na, scheiße, der Mop ist wieder dreckig, wir müssen wieder auswaschen. Aber ich find's cool gemacht auf jeden Fall nebenbei. So eine Mission muss auch mal sein. Drücke allein, um den Mop auszuwischen. Ja, hast du. Ja, auch so wegen so rum oder wie auch immer. So, dann gehen wir nochmal ein bisschen nochmal dahin. Ich glaube, wir kriegen das nicht hin. Tatsächlich alles in einem hin, oder? Wollen wir mal Glück haben? Na, ich glaube ja nicht. Ah, hoffentlich kriegen wir es jetzt hin. Warte mal. Crap. Verdammt. Dann holen wir es mal. Das war natürlich nicht der Plan an der Sache. Wir verteilen natürlich jetzt direkt wieder mehr. Ich stoppe den Eimer mal, dann stellen wir uns wieder dahin. Das ist schon zu viel Weg. Dann müssen wir nochmal ran. Unser Freund Michael. Bilder finde ich cool an der Wand. Also wie gesagt, alles detailliert auf jeden Fall auch. So, dann platzieren die Bombe auf der Toilette. Die ist wahrscheinlich hier. In case you needed proof, coffee was a diuretic. Alter! So. Hol dir den Eimer. Scheinen wir unseren Job gemacht zu haben. Mehr oder weniger. Ja, gibt's auch, glaube ich, im anderen Modus irgendwie Team-Deathmatch oder so. Nee, Quatsch mit dem Bestien. Die eine Folge, eine Mission. Die haben wir auch gemacht, glaube ich, die Folgen. So, den Eimer nehmen wir auf. Und dann bringen wir den Mob und den Eimer zurück zum Hausmeisterraum. Okay. Gut, begib dich zum Aufzug und verlasse das Büro. Wir sind ja Gott sei Dank schon im Aufzug. So, zack. Ah, Michael, ein bisschen nervös gerade, da. So, verlasse das Gebäude. Und da ich jetzt weiß, was passiert als nächstes, würde ich sagen, machen wir hier gleich mal ein kleines Folgenende. Und den ganzen nächsten Kram, das wird richtig fett, die Mission auf jeden Fall. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an bei... Let's play GTA 5.